Ja, okay, ja, da bin ich wieder zurück und wir haben anscheinend hier gespeichert, was ich gut finde. Und ja, ich werde jetzt einfach mal das Gequatsche von dem guten Jackie einfach mal ein bisschen skippen. Hätte nicht gedacht. Wie mein? Gestern hast du was. Erzähl. Ich weiß vielleicht. Der. Ja, ich mach's natürlich so, wie es ist. Ja? Deine Niere angeboten hat. Wir beide nicht. Ich mein, guck. Sicher, Jack. Wenn du. Dexter DeShawn. 2 Jahre? Okay, was? Unser Mist. Warum soll ich geben? Zwieback. Pass auf. Dann habe ich wohl keinen. Dex ist der Fix. Ja. Und. Mann, bin ich voll. Er hat sein Auto. So, jetzt bin ich gespannt. Und los. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Mit kannst du dein derzeitig aktives Fahrzeug an deinem Standort rufen. Okay. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Hören wir jetzt, oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Ja, wie gesagt, noch eine frühere Version, ist noch kein Update alles dabei. Also kann sowas mal passieren. Ich hoffe, sowas passiert jetzt nicht öfters. Aber spätestens in der nächsten Aufnahme, je nachdem, wie ich die Folge jetzt schneiden werde, kann es sein, dass wir dann schon die aktuelle Version spielen. Hey, amigo, mach langsam, okay? Ich hab ja das gegessen. Wieso, kannst du kotzen? Ich wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Aber nee, mit Misty. Was du nicht sagst. Oh, okay. Ach, sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? So, ich glaube, ich muss noch mal kurz gucken wegen Musik. Da war, glaube ich, irgendwas gewesen. Ich habe jetzt auch wegen den einen Moment, den wir hatten, ja, ich habe das mit den Szenen verstanden, mit den Nacktszenen und das Ganze, was wir hier hatten, habe ich jetzt umgestellt. Also es müsste jetzt passen. Ich will jetzt nochmal kurz hier gucken. Sound. Ja, das. Ich glaube, das muss so sein, ne? Entdeckungsgeräusche stummschalten. Aus. Okay, ich weiß nicht, ob es so richtig ist, aber. Ne? So. Okay. Ja, dann gehen wir mal rein, ne? Vic, bist du da? Oh, ich dachte, jetzt Spiel abgestürzt. Oh mein Gott. Erkunde Night City, um Datenterminals zu finden und freizuschalten, die du dann später als Ziele für die Schnellreise benutzen kannst. Alles klar. Komm zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstammt. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Okay. Los, ich warte. Jo, Kollege, lauf ordentlich, ne? Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht. Nicht nur euch. Glaubt ihr wahrlich, dass die, die euch eure mechanischen Augen verkaufen, immer selbst einen Blick wagen? Ich würde ihnen am liebsten eine rein müssen zum Spaß. Sogar in uns. Hallo. Jo. Hey, Baby, gib mir ein Küsschen. Wie bitte? Mich verarschen? Du hast auf den Fick? Was?
glaube, wir sind ja im falschen Film. Oh, was? In uns, wenn das wahr wäre, wäre ich längst tot. Du meinst, ich soll meine Implantate wegschmeißen und abwenden? Okay. Sagen wir mal, du hast recht. Was soll's? Soll ich mir etwa die Optik rausreißen? Danke, aber nein, danke. Du kannst nicht mehr gerettet werden, aber die Kinder, die Zukunft, das Leben, das noch vom Sakrileg unberührt ist. Sie können wir retten, mögen Mütter ihre Leiber beschützen, mögen Väter Gras auf Chrom in ihnen sehen. Ja, Polizei, mach den Typ da mal klar. Doch wer sind die, die jeder in unsere Schritte verfolgen? Schade. Was ist denn das hier? Was ist denn das für einer? Ey, Jo, was bist denn du für einer? Bist du ein Böser? Netrunner. Neutronic, Powersprung, gell? Überhitzen. Überhitzen? Ja, du mich auch, okay. Gut, dann gehen wir erstmal zum guten Reaper Dog. Super Dog. Los, stell dich zu ihm. Ich mach ein Foto. Tu so, als würdest du ihn fürs Verraten von Regierungsgeheimnissen verhaften. Akzeptiert die Wahrheit, ehe es zu spät ist. Jessica wird sterben, wenn sie das sieht. Das ist echt Max Nova. Ich dreh ab. Ja, gut. Von mir aus. So, guten Tag. Hey, wie? Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Ah, ich verstehe. Ja, du siehst fröhlich aus. Bin ich auch. Immer. Erleichtert das Leben. Aber wir haben einen neuen Job. Von einem großen Fisch. Im Afterlife. Wird das gefährlich? Keine Sorge. Karten. Inhalt. Ich glaube, wenn es rot markiert ist, ist es Diebstahl, ne? Was haben wir hier? Oh Gott, neue Notiz. Ja, was? Kunden der Gruppe Geschichtserzähler werden wir alle später noch machen. Hallo? Ist da jemand? Ja, okay. So, hallo Dr. Ripper. Also ich werde da vielleicht nochmal eine extra Folge machen. Vielleicht. Hm? Oder wir werden dann einfach mal wirklich eine Stunde lang nur lesen und dann Fahne kriegen. Streicheln? Oh, ja. Ich brauche ein Nickerchen. Nur ganz kurz. Ach, hab ich sie geguckt? Ah, süß. Ja, viele finden solche Katzen ja nicht so, ne, so hübsch oder süß, whatever. Was geht? Ja, das frage ich mich auch gerade. Was machst du da? Rupst du da an deinem Arsch rum oder? So, okay, was haben wir hier? Bewohnerin. Hallo. Streichel, verdammt. Ja, ja, ist gut, süße. Mädchen muss. So. Hey. Alter. Ich will reden. Können wir reden? Nein, nein. Mir geht's gut. Danke. Okay. So, guten Tag, Herr Doktor. Neues Gebiet, Victors Klinik. Vicky, fett wie ein Turnschuh, alter Ripper. So, Ripper Dog, obwohl weit verbreitet ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher invasiver Eingriff, der von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs in Night City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes cyber-kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Geil, schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, B. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit eigentlich? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Kennst du Dexter Shaw? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber
Gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Okay, ich will ein Upgrade. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Ich bezahle dich nach dem Job, genau. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Jo, danke, weil wo soll ich bitte schön die Kohle hernehmen? Moment mal, was ist denn das Blaue, hä? Setz dich hin. Ja, warte mal. Entspann dich. Was ist denn das Blaue? Okay. Ist das ein... Ach so, ist das über uns? Sehr gut, da kann ich ja lange rum gucken, wenn das hier gar nicht ist. So, ich soll mich setzen, bist du sicher? Okay. Hiroshi-Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Nein, hä? Benutzeroberfläche verlinken. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst, mit den Eddies. Okay, dann let's linking. Du schaust dich um und wählst aus, ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Was? Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeit verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebend zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Angriff, der nur von qualifizierten Spezialisten zuverlässig durchgeführt werden kann. Robot Dogs. Okay. Was? Verfügbare okay. Tech episch. Um diese Item zu kaufen, benötigst du Sweet Crate. Okay, dafür brauche ich Kohle. Frontpaket, Kreislaufsystem, Immunsystem, Nervensystem. Ich würde sagen Immunsystem, ne? Damit wir nicht so schnell krank werden. Virus und so. Oder? Ja. Ach so, verfügbare Items. Die Hand. Ballistische Core-Prozessor. Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Okay, nehme ich. Hab ich. Gut. Verfügbare Items 2. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ach, hier sind die Augen. Kyro verbessert deine Sicht. Freier Cyberware-Modslot. Diese optische Cyberware von Kiroshi bietet eine extreme beliebte Reihe von Elektronen-Orolen-Verbesserungen mit Scan-Funktion für die Umgebung des Benutzers. Habe ich die jetzt drin? Ich glaube ja, ne? Das müsste jetzt alles gewesen sein. Oh, hier haben wir... Ach ne, das kostet Geld. Das kostet auch Geld, ne? Jawohl. Und haben wir hier noch irgendwas? Nein. Aber wie krass, wir können unseren ganzen Körper quasi mit, kybernetischen Sachen ausstatten, bis wir irgendwann kein Mensch mehr sind.
Klingt zwar blöd, ist aber so. Ich bin fertig. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Wow. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Oh Gott, ich habe Angst. Was hast du vor mit mir? Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Oh mein Gott, was? Was gibt's Neues bei Rick? Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlafe ich ruhig. Okay, na dann wollen wir mal. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Alter. Hörst du was? Nö. Fühlt sich an wie beim Zahnarzt. Okay. Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Oh, Scheiße. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Nein, was? Hilfe. Oh mein Gott. Das wäre bestimmt ein VR übelst gut. Wenn auf einmal dein Licht ausgeschalten wird. Hallo? Vic, bist du noch da? Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast. Glitches. Glitches? Ja, Glitches, Bugs. das sieht schon... Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Also, Daniel, das war's schon. Ja gut, Mom. Fühlt sich alles gut an. Ja, komm, wir sind gespannt. Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeit für... Alter, also manchmal, ne? Menschen scannen. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick-Hacks, die... du gegen deine Gegner einsetzen kannst, okay? Den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Okay, Zugriff Datenbank gewährt. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Was? Okay, Fahndungsdatenbank. Du hast einen Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Klingt sehr geil. Wir werden Kopfgeldjäger. Das sollte wunderbar klappen. Oh mein Gott. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Waffe ziehen. Go. Was ist mit dem Virus? Ja, genau. Was ist mit dem Virus? Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Das will ich doch hoffen, wenn nochmal eine Playstation ein Spiel abstürzt, dann weiß ich Bescheid. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das? Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim.
verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Okay. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Also, neue Items. Sehr gut, wer gewinnt? Wer gewinnt? Hernandez. Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Okay, wo bleibst du? Beweg deinen Arsch, Herr Acid. Essex wartet auf uns. Okay, wir haben jetzt also die Möglichkeit, wir können... Was? Spritztruhe? Ja, das machen wir gleich. Wir können also jetzt Kopfgeld... ist hier? Hast du... Was? Hast du auf diesen Kampf gewettet? Hast du auf diesen Kampf gewettet? Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Oh. Es fehlt dir, oder? Läuft der Laden? Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Wenn du das sagst... So, wir werden auf jeden Fall bezahlen. Also, was wollte ich sagen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, Kopfgeldjäger zu sein. Wir können Boxkämpfe machen, wenn wir bessere Implantate haben. Also, alles cool. Und ich will alles machen. Na, und nochmal die Katze Okay, erst war die Katze. Erst war sie da. Und jetzt ist sie da. Kann ich ihr Futter geben? Kann ich ihr was machen? Können wir reden? Ich brauche ein Nickerchen. Nur ganz kurz. Ja, also... So wie du aussiehst, weiß ich nicht, ob du wirklich noch ein Nickerchen bräuchtest. Meine Gute. Ansonsten würde ich sagen, leg dich hin und schlaf. Ich glaube nicht, dass irgendwas passiert. Yo, Party Time. Was geht ab, Party People? So, erstmal hier. Käsemesser. Lauf mal her. Braucht ihr Käsemesser? Willkommen. Ja, willkommen. Wo sind wir denn hier? Hab ich irgendwas verpasst auf die Zeit? Diese. Oh, wow. Streifpolizist. Okay. Alter, wie gut ist das denn gemacht? Was? Achso, hier einfach. Oh, was? Nein! Lass mich doch in Ruhe! Ich muss zu Vic, ne? Vic, Kollege Vic. Verdammt, ey, hier kriegst du ein Problem nach dem anderen. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das Blaue schon wieder hier? Was ist denn das? Ist das was? Datenterminal Schnellreise. Ah, also doch! Habt ihr irgendwo einen Platz, wo ich mich verstecken kann? Kann ich mich hier vielleicht verstecken? Okay, tschüssi! Ach, verdammt! Es fängt, wie gesagt, es fängt schon gut an. Autsch, ich muss zurück. Ich muss eindeutig zurück, außer ich sterbe gleich. Wenn ich sterbe, dann weg, breche mich. Oh nein, wie kommt da auch noch an? Bitte. Schön, das Leid. Big, Junge, wir haben Big. Wie? Hör mal, hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich.
Ah nee, check hier ganz in der nicht Nähe. Nicht weg, sondern check ich dann. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Der Controller explodiert. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Hallo? Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Dauert das lange? Klingt gut. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quick-Hacks, nicht tödliche Waffen. EMP-Granaten sowie manche Kampf-Gadgets, Waffen-Mods, die Schaden nicht tödlich machen. Wenn eine Waffe, ein Kampf-Gadget oder ein Quick-Hack nicht tödlich Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. Gut, danke. Wie gut kennst du T-Bag? Hey, wie gut kennst du Buck eigentlich? Die Mamita hat eine Schwäche für mich. Naja, aber im Ernst, das ist niemand, mit dem man ein Bierchen trinken geht. Ich glaube nicht, dass die irgendwelche Schwächen hat. Für irgendwen. Okay, deswegen sitzt... Klar. Deswegen sitzt du auch in der Luft, aber okay. Bist schon lange mit Misty zusammen, hm? Ja, seit einem Jahr. Warum? Ich frag bloß. Hätte nie gedacht, dass du eine ernsthafte Beziehung auf die Reihe kriegst. Komm schon, Mano. Ich wurde richtig erzogen. Ja, das ist doch was. Wie geht's Mama Wellies? Wie geht's deiner Mutter? Ach, sie macht sich Sorgen um mich. Schon eine ganze Weile. Ist was passiert? Naja, wir arbeiten uns hoch. Das heißt, dass es immer mehr Leute gibt, die was gegen uns haben. Was wir machen, wird immer riskanter, Mano. Das weiß sie auch. Okay, danke für das Gespräch. So, wen haben wir hier? Wie läuft das Geschäft? Hallo Misty, wie geht's? Wie läuft das Geschäft? Wie gut kennst du T-Boy? Achso. Wie läuft das Geschäft, Misty? Du bist seit 2 Tagen der Erste hier. Und vor 2 Tagen war es ein Pizzabote, der sich verlaufen hatte. Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Aber naja, ich bin hier, um ihnen zu helfen, nicht andersrum. Na okay, gut, wenn du das so sagst, dann, ja. Gut, dann lass uns gehen. Steckt die gerade zufällig in ihr, Blauen Augen. Jahrhundertealte Kreaturin, geboren im Eis der Antarktis. Jetzt kann ich nochmal mit ihm reden. Schade, er wird so schön angezeigt. Ich würde ihm gerne. Kann ich ihm. Nein, warte, Hier. So. Kann ich ihm just for fun einfach mal eine. Ach, was? Würdet die nicht einfach Kontaktlinsen benutzen, Präsident? Ihr erkennt sie an ihren kalten blauen Augen. Jahrhundertealte Kreaturin, geboren im Eis der Antarktis. Sie verbergen ihre wahren Gesichter unter Mädchenmasken, doppelzüngige Schlangen und Erdrücker ihre Menschheit. Tiluid. Okay, komm, hier. Ist Präsidentin Myers eine von Ihnen? Warum die Schießereien? Warum sterben so viele da draußen, während die Polizei nur zusieht? Welcher Mensch würde seinen Brüdern solch ein Land aussetzen und warum? Warum? Ihr fragt, woher diese Abschaum kommt? Antarktis, hast du schon gesagt. Heute verbergen sie sich zwischen Schnee und Eis am Südpol und nehmen uns nach und nach unsere Krone der Schöpfung. Vor Millionen von Jahren entwickelten sie sich aus den Sauriern und wurden zur ersten intelligenten Rasse. Und wer sind ihre Urahnen? Ihre Meister? Die Wissenschaftler von Alpha Centauri? Kann ich hier was kaufen? Nein.
Ja, bist du verrückt? Steck das Ding weg. So. Können wir nochmal reden? Ich will nochmal mit ihm. Kann ich nochmal? Nein, gut. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zu unserem Auto. Also mit dem Typen, ey, jo, was geht? Gefällt mir nicht. Oh, shit. Alter, echt jetzt? Bleib geschmeidig, Junge. Bleib geschmeidig. Heiliger. Darfst du niemanden schubsen, niemanden anfassen, sonst kriegst du sofort einen auf die... Hallo? Ach, steig in Decks Limousine ein. Darf ich dich schlagen?